Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Yogis Technik-Ecke. Danke, dass ihr heute mal wieder zuschaut. Ich möchte euch heute die intelligente Steckdose Fritz Deckt 200 von AVM zeigen, die es uns ermöglicht, Geräte intelligent zu schalten, zum Beispiel entweder zeitgesteuert oder natürlich auch manuell, den dabei entstehenden Energieverbrauch zu messen und auszuwerten und noch viele andere interessante Features, also eine sehr aufgebohrte Zeitschaltuhr, könnte man sagen, mit Netzwerkfunktion und umfangreichen Konfigurationsoptionen, die natürlich als Systemvoraussetzung eine 230 Volt Euro-Steckdose benötigt und außerdem eine der aktuellen Fritzboxen mit Deckt-Basisfunktionalität. Im Lieferumfang ist die Steckdose und eine Installationsanleitung. Das schauen wir uns gleich an. Oberseite haben wir gesehen, deshalb noch eben die Rückseite. Da sehen wir auf der linken Seite nochmal die Features, die ich gerade schon ansprach. Zum Beispiel die Möglichkeit, Verbraucher automatisch oder manuell zu schalten, bis zu einer Gesamtleistung von 2300 Watt. Der Energieverbrauch kann gemessen und aufgezeichnet werden, sodass wir den analysieren können und dadurch entsprechend Kosten einsparen können. Das Ganze kann vom PC, aber auch per App von Smartphone oder Tablet gesteuert werden und natürlich auch mit einiger Zusatzkonfiguration von außen, von außerhalb eures Heimnetzwerks, wird über die Konfigurationsoberfläche der Fritzbox eingerichtet und verwaltet und die Kommunikation mit der Fritzbox findet, wie gesagt, über den Deckt-Funkstandard statt, den wir ja auch von unseren schnurlosen Festnetztelefonen kennen. Hier eine dreischrittige bebilderte Installationsanleitung. Dazu zeige ich euch natürlich gleich ausführlich Informationen in Videoform hier auf meinem Kanal. Das habe ich aber wahrscheinlich in einem zweiten Video untergebracht, euch dieses aber hier irgendwo auf jeden Fall oder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt geht es erstmal hier nur um die Packungsinhalte und um die Ersteindrücke. Da haben wir hier in der bunt bedruckten Bedienungsanleitung einige Sicherheitshinweise und nochmal die Voraussetzungen. Das Anmelden an jeder Fritzbox mit Deckt-Basisfunktion, wie gesagt, das Einstecken in die Steckdose. Okay, das kriegen wir noch hin. Dann die Konfiguration vom Computer aus in der FritzOS-Oberfläche. Das ist jedoch relativ umfangreich und auch bebildert beschrieben. Ebenso hier die LEDs am Gerät und welche Bedeutung deren verschiedenen Leuchtzustände haben. Das könnt ihr hier nochmal sehen. Schauen wir noch eben weiter, was wir hier noch haben. Auf den letzten Seiten häufig gestellte Fragen bzw. auch noch die Fernsteuerung von einem Fritz-Phone, wenn wir so eins unser eigen nennen. Entsorgung, nö, möchte ich noch nicht. Ich möchte das noch ein bisschen nutzen. Technische Daten vielleicht noch interessant für den einen oder anderen. Könnt ihr euch anhalten, wenn ihr hier detailliert irgendwas sehen möchtet. Ich würde sagen, wir schauen uns das Kernstück des Ganzen an. Die Fritz Deckt 200 Steckdose, die hier ja ohne weiteres Zubehör kommt. War ja auch auf der Verpackung schon genauso beschrieben. Nur die Steckdose und die Kurzbedienungsanleitung. So sieht sie aus in matt weißem Kunststoff mit grauer Fritz Deckt Aufschrift. Auf jeden Fall doch ziemlich kompakt, wenn auch ein bisschen dick hier von der Seite betrachtet, aber von der Front hier auf jeden Fall kleiner als gewöhnliche Zeitschaltuhren, die ich so kenne. Hier haben wir den manuellen Ein- und Ausschalter, um die Stromzufuhr am hier vorne angeschlossenen Gerät von Hand zu unterbrechen und hier eben den Decktaster, mit dem wir die Verbindung mit unserer Fritzbox herstellen können. Auf der Rückseite Seriennummer und einige weitere technische Informationen, Eurostecker mit Schutzkontakt, wie gesagt, oben einige Lüftungsschlitze auf der Unterseite auch. Ansonsten gibt es zum Gerät selber nicht mehr viel zu sagen, würde ich sagen. Außer, dass ich euch hier natürlich jetzt nochmal auf das zweite Video verweise. Die ausführliche Dokumentation der Ersteinrichtung und natürlich auch späteren Nutzung im vollen Umfang der Fritz Deckt 200 Steckdose von AVM. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal, dass ihr euch die Zeit für diesen ersten Teil hier genommen habt. Würde mich über eine positive Bewertung sehr freuen, wenn euch das in irgendeiner Weise weitergeholfen oder informiert hat. Ihr könnt natürlich auch gerne immer ein Abo auf meinem Kanal dalassen. Damit motiviert ihr mich weiterzumachen und euch in Kürze mit neuen Videos zu versorgen. Ich bin jetzt erstmal raus. Macht's gut vom Yogi 285. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao.